Jetzt schafft Thomas es nicht mehr, mich zu besiegen. Was? Ah! Moment, ich fahre in die falsche Richtung. Thomas, Tank! Danke, Leute. Nächster Halt Recyclinghof. Zeit, einen Gang zuzulegen. Los, Thomas! Halt deinen Schornstein fest. Hurra, Diesel ist wieder da. Ich gebe Gas. Ich lege los. Schon fällt der Sieg mir in den Schoß. Das hält ihn bestimmt auf. Aber... Also dann, wir sehen uns auf dem Recyclinghof. Ich gebe Gas. Ich lege los. Oh Mann, wie schaff ich das bloß? Das geht aber schwer. Oh nein! Nein! Meine Waggons! Huch! Das war knapp! Ah! Percy, duck dich! Wahnsinn! Keine Sorge, Thomas! Ich habe die Weiche gestellt, um deine Waggons zu stoppen! Carly! Die Schienen hören da einfach auf! Ups! Das heißt, die Fahrt ist gleich für mich zu Ende. Oh nein! Du steckst sozusagen im Schlamassel. Na los, wir helfen dir wieder auf die Schienen. Das hilft mir auch nicht mehr. Diesel hat schon so viel Vorsprung. Ich gewinne das Rennen sowieso nicht. Was soll's? Ich bin wohl doch nicht mehr die Nummer eins. Für mich bist du immer noch die Nummer eins. Man kann auch eine super Lok sein, ohne etwas zu gewinnen, Thomas. Außerdem hast du doch auch Gordon versprochen, dass du seine Ladung ablieferst. Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich habe das große Thomas-Ehrenwort gegeben und das halte ich auch. Ich gebe Gas, ich lege los, weil man Versprechen halten muss. Wir geben Gas, wir legen los und schieben bis zum Schluss. Vielen Dank nochmal, Leute. Oh nein, es fängt jeden Moment an zu regnen. Aber die Rakete ist noch nicht fertig. Wo bleibt denn nur Thomas? Da ist er kommt. Und seht mal, er bringt die Raketenspitze mit. Super, Thomas! Captain Thomas an Bodenkontrolle. Ich habe wirklich den Tag gerettet. Dann legen wir mal los. Hurra, die Rakete ist fast fertig. Ja, ja, ja. Und ich bin so froh, dass ich doch noch was Wichtiges hergebracht habe. Oh, meinst du die Raketenbatterie? Nein, ich meine die Raketenspitze. Thomas, ohne die Batterie kann die Rakete nicht starten. Sie versorgt alles mit Strom. Wow, die Batterie ist total wichtig. Jedes Teil ist wichtig, Thomas. Und jeden Moment bricht ein Unwetter los. So ein Mist. Dann fällt der Start ins Wasser. Nicht, wenn ich rechtzeitig die Batterie herschaffe. Und dieses Mal mache ich das mit Lichtgeschwindigkeit. Nein, vielleicht bin ich doch nicht schneller als der Sturm, obwohl ich mit Lichtgeschwindigkeit fahre. Du hast Riesenglück, dass du eine Freundin hast, die die schnellste Lok auf Soda ist. Und weil das so ist, kriegst du von mir Raketenbeschleunigung. Wow, wir sind super, super schnell. Und jetzt nichts wie ab zum Raketenstart. Schalte um auf Lichtgeschwindigkeit. Meint ihr wirklich, Thomas schafft es noch vor dem Regen? Keine Chance. Moment, habt ihr das gehört? Thomas! So viel Fahrt drauf. Achtung, Thomas! Die Rakete ist im Landeanflug. Oh nein!
Jemand muss auf den Countdown-Knopf drücken. 10, 9. Drück nochmal! 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Und Start! Noch nicht hier, stimmt's? Ich bin Sandy. Kann ich euch irgendwie helfen? Psst, wir sind's. Thomas und Percy. Wir sind Geheimagenten. Cool. Toll, wie ihr euch verkleidet habt. Danke. Wir wollten fragen, ob du vielleicht Geräte hast, mit denen man im Dunkeln besser sieht. Und ob ich sowas habe? Wir sind mit einem Geheimauftrag unterwegs. Ach so, stimmt. Fahrt mir nach. Nein, hier ist es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Na bitte, da hab ich's doch. Hä? Tada! Jetzt könnt ihr mit euren Schornsteinen Geheimbotschaften senden. Versucht es mal. Das heißt? Achtung, Dinosaurier auf der Strecke. Ja, das erkennt man wirklich sofort, Thomas. Außerdem habe ich Tanks angehängt mit extra super glitschiger Pampe, falls ihr beide mal schnell die Kurve kratzen müsst. Whee! Seht ihr? Echt cool! Und jetzt kommt das allersupergeheimste Gerät von allen überhaupt. Hä? Was ist das denn? Naja, es ist so super geheim, dass nicht mal ich es weiß. Aber es ist wirklich nur für einen richtig echten Notfall. Danke, Sandy. Jetzt sind wir auf alles vorbereitet. Ja, ich bin sehr froh, dass wir hier waren. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Bereit, Agent 006? Ja, bereit, Agent Nummer 1. Danke, dass ihr Sandys tollen Extraklasse-Supergeheimdienst-Geräteservice nutzt. Weißt du was? Wir machen die Scheinwerfer aus und probieren, ob wir am großen Bahnhof vorbeikommen, ohne dass uns jemand sieht. Die Scheinwerfer ausmachen? Also gut. Auf leisen Rädern. Oh Mann, das war vielleicht knapp. Das macht total Spaß, Tom. Ich meine Agent Nummer 1. Riesenspaß, Agent 006. Sag mal, Thomas, bist du dir wirklich sicher, dass wir unsere Verkleidung nicht mehr brauchen? Wenn's dunkel ist, sieht uns sowieso keiner. Ach so, ja, wenn's dunkel ist. Thomas, was ist das für ein Geräusch? Nichts, wovor du Angst haben musst, Percy. Siehst du? Es ist nur eine rostige Wetterfahne. Weißt du, Percy, wir Geheimagenten sind nicht nur unsichtbar, man darf uns auch auf keinen Fall hören. Mal sehen, ob wir den Hof überqueren können, ohne die Tiere zu wecken. Hallo, Thomas. Hallo. Du hast im Tunnel gar nicht gepfiffen. Alles in Ordnung? Gordon hat mir verboten, auf der Strecke zu pfeifen. Willst du mal hören? Hört sich cool an. Also, wenn du mich fragst, ich finde, du kannst beides. Deine Fracht zum Ziel bringen und pfeifen. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, Gordon will nur nicht, dass ich daran Spaß habe. Das ist ein wenig so wie beim Hindernisparcours heute Morgen. Ach so, deswegen waren plötzlich alle weg. Du hast Angst, den Berg raufzufahren. Das stimmt. Riesengroße. Und ich weiß auch wieso. Weil es dir keinen Spaß macht. Ja, ich finde es doof. Jetzt weiß ich, warum du mein Looping nicht magst, weil er so ist wie ein hoher Berg. Ja, ganz genau. Dann war mein mega spitzenmäßiger Superlooping für dich wie ein mega spitzenmäßiger... Mega grottenschlechter. Oh, Percy, ich wollte dir doch damit keine Angst machen. Das ging ja nicht nur mir so. Was? Bis später, Thomas. Percy, warte! Du schaffst das. Du schaffst das. Hey, Kana. Jetzt nicht. Ich brauche volle Konzentration. Die Kurven sind schwierig für mich. Ach so. Natürlich. So wie die Zickzackzone. Die engen Kurven müssen enorm schwierig für dich gewesen sein. Ja. Wenn ich das gewusst hätte. Es tut mir leid. Mach's gut, Tanne. Entschuldige. Warte. Ich sag doch, Schlamm macht Spaß. Ist gar nicht so eklig, wie ich gedacht habe. Ach so, ich verstehe. Darum bist du in den Schlamm gesprungen und nicht darüber hinweg.
Puppe? Jetzt habe ich es endlich begriffen. Die Spielregeln waren toll für mich, aber nicht alle haben Spaß an denselben Spielen. Und ich weiß auch schon, wie ich das wieder gut mache. Hallo Leute, ich habe eine Riesenüberraschung für euch auf dem Hindernisparcours. Los, kommt mit! Ich kann nicht. Ich muss meinen Schornstein ausbürsten. Ich kann auch nicht. Ich muss meine Batterie aufladen. Und wenn ich euch ganz lieb bitte und eine Tube Schmierfett spendiere? Also gut, Thomas. Dann sehen wir uns die Überraschung mal an. Tada! Der neue, verbesserte, einmalige, super tolle Hindernisparcours. Mir ist klar geworden, dass jeder an etwas anderem Spaß hat. Ja, und weil das so ist, ist dieses Mal für jeden etwas dabei. Seht's euch an! Gefällt dir die neue Rennzone? Sie ist elektrisch! Hallo, James! Ups, wieder nicht dran gedacht. Hallo, Emily. Hey, hey, Diesel. Deine Rohre klappern echt ganz schön laut. Klickedy. Clark. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen, die Rohre klappern so laut. Ich sagte, deine Rohre klappern ganz schön laut. Was? Ich muss ganz schnell weg von dem Krach. Ach so, du willst ein Wettrennen? Dann mal los! Ich will nicht um die Wette fahren. Ich möchte bloß schnell irgendwo hin, wo es stiller ist. Mir entkommst du nicht, Thomas. Das werden wir ja sehen. Hey, wo fährst du hin? Zum Hafen von Brandon. Die ruhige Strecke. Oh, diese Stille. Es ist so friedlich. So holprig. Langsamer werden. Zu laut. Ich habe leider keinen Bremswagen. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Ich bin Teil eines Zuges. Bist du das auch? Sie schlafen immer noch? Wow. Wenn sie davon nicht wach geworden sind, dann kann sie nichts aufwecken. Eine kleine Abkühlung. Oh, wie schön. Ich könnte einen Schluck Tee vertragen. Zu früh gefreut. Ich muss ratzfatz ins Trockene. Da vorne ist ein Tunnel. Ja. Wenigstens ist es in dem Tunnel still. Huh? Was ist das? Keine Ahnung. Nein. Wie soll ich auf ein Signal antworten, ohne zu pfeifen? Mit Licht. Licht macht keinen Lärm. Hallo, Thomas. Sag mal, warum flüstern wir? Ich bringe Annie und Clarabel zum Hafen, während sie schlafen. Voll cool. Und wie läuft's bis jetzt? Es ist schwieriger, als ich dachte. Wenn du willst, kann ich dir mit meinem Glücksglöckchen helfen. Das ist eine super Idee. Aber nicht vergessen, wir müssen super extra leise sein. Kein Problem, ich bin so leise wie ein Mäuschen. Kana, warum fährst du nicht weiter? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin plötzlich stehen geblieben. Hast du keinen Dampf mehr? Ich brauche keinen Dampf. Eine Elektrolok fährt mit Strom. Aber meine Batterie ist ganz voll. Irgendetwas stimmt nicht. Und was stimmt nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach stehen geblieben. Wie soll ich denn jetzt bitte schön meine Wagen zum Bahnhof von Vickerstown bringen? Wie wär's, wenn ich deine Wagen und dich nach Vickerstown bringe? Aber was ist, wenn du es nicht schaffst, bis zum Sonnenuntergang dort zu sein? Ich bin vielleicht nicht so schnell wie du, aber ich kann trotzdem pünktlich sein. Großes Thomas, Ehrenwort. Elektrisch! Danke, Thomas. Halt dich gut fest. Und Abflug.
Ordnung, Thomas? Ein bisschen schwerer, als ich dachte. Alles, was ich brauche, ist mehr Dampf auf dem Kessel. Der Rollen! Hauptsache, wir sind auf dem Weg. Thomas, wäre es vielleicht möglich, dass wir ein klein wenig schneller fahren? Wir sind nicht allein. Was? Thomas, könntest du bitte eine Schippe drauflegen? Wir zwei müssen nämlich noch nach Harwick, mein Lieber. Und man erwartet uns heute noch. Ja, alles klar. Ich gebe mein Bestes. Ich dachte, Hochgeschwindigkeitsloks sollen mit Hochgeschwindigkeit fahren. Fahren wir etwa rückwärts? Ich habe noch nie andere Züge aufgehalten. Thomas, bitte mach Dampf unterm Kessel. Können wir nicht irgendwas gegen den Stau tun? Klar können wir das. Ich habe eine Idee. Ja, wir fahren die andere Strecke. Es ist meine geheime Abkürzung. Danke, Thomas. Viel Glück. Mach's gut, mein Lieber. Verfahr dich nicht. Ja, nicht, dass du dich verfährst. Und das ist auch wirklich eine Abkürzung, Thomas? Keine Sorge. Ich habe dir versprochen, dich bis zum Sonnenuntergang nach Vickerstown zu bringen. Und ich halte, was ich versprochen habe. Na gut, wenn du meinst, dass wir... Oh, halt! Was ist denn? Stimmt was nicht? Naja, die Strecke. Sie ist so hügelig und kurvig. Hochgeschwindigkeitsloks kippen nämlich leicht um, wenn sie zu schnell um die Kurve fahren. Wie gut, dass du heute mit Thomas Tempo fährst. Halt deine Achsen fest und mach dich auf was Lustiges gefasst. Und was Lustiges? Das siehst du schon. Kann es losgehen? Mach einfach. Der Drachen ist mein. Nein, dem ist nicht so, mein edler Ritter. Der grüne Ritter ist bereit zu zeigen, was er kann. Erwischt! Doch nicht erwischt. Der schwarze Ritter nähert sich hinter einer Rauchwolke. Hossa! Ich hole euch ein, blauer Ritter. Loswerden! Hey! Wow! Das wirst du nicht los! Noch ist der blaue Ritter im Besitz des Drachen. Der Drache! Der Drache ist weg! Oh nein, wo steckt der bloß? Er ist nicht weg, er ist auf dem Berg. Wer als erster den Drachen fängt, ist ein edler Ritter. Ich werde der edelste der edlen Ritter sein. Halt, nein! Diese Ehre gebührt allein mir. Jetzt habe ich die einmalige Chance, den Drachen einzufangen. Ich auch! Nein, das ist meine Aufgabe! Komm zurück, Drache! Das war's, den können wir vergessen! Zusammenstoß? Nicht, wenn der Ritter in Orange es verhindern kann. Wirklich ein herrlicher Tag für ein großes Abenteuer. Halt, wartet auf mich! Was hast du denn alles dabei?
Bei Abenteuern sollte man auf alles vorbereitet sein. Wir fahren nur in ein Bergwerk, Percy. Den Schnorchel habe ich, falls das Bergwerk überflutet wird und wir unter Wasser sind. Und was ist das? Eine Gespensterabschreckmaschine, falls es in dem alten Bergwerk spukt. Wenn ich darauf vorbereitet bin, habe ich keine Angst. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch die Kristallhöhle finden. Die anderen werden bestimmt Augen machen, wenn die kleine Sandy vor ihnen da ist. Du meinst ja wohl, dass Sandy und Diesel vor ihnen da sind. Natürlich. Da wären wir. Jetzt brauchen wir die Karte. Also dann, geradeaus. Ich hab gewusst, dass es im Bergwerk dunkel und unheimlich ist. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Wie lange dauert's noch? Sind wir bald da? Weiß ich nicht genau. Die alte Karte ist schwer zu lesen. Vielleicht fahren wir lieber wieder nach Hause. Percy, komm her und schau dir das mal an. Welche Strecke sollen wir nehmen? Es ist so finster hier, ich kann die Karte kaum noch lesen. Seht mal, wir müssen da lang. Auf geht's, großer Abenteuerclub. Oh ja. Wieso habe ich mich nicht für den kleinen Abenteuerclub entschieden? Dranbleiben, Diesel. Was ist los? Du bist klein und leicht. Du musst keine Angst haben, dass die Brücke unter dir einstürzt. Das war's dann. Es gibt kein Zurück mehr. Der Mega-Abenteuer-Club zieht nicht zurück, sondern nach vorn. Sieh mal. Kristalle. Dann geht es in diese Richtung zur Kristallhöhle. Ich wette, dass es hier jede Menge riesige Spinnen gibt. Cool, darauf freue ich mich schon. Und Fledermäuse und Tausendfüßler und Schlangen und sie schlängelten Würmern. Sind welche auf mir? Ich glaube, ich fühle sie überall. Keine Sorge, Percy. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier... Wow, das alte Bergwerk ist noch viel älter und bergwerkiger, als ich gedacht habe. Und dunkler. Und unheimlicher. Ja, natürlich. Gut, dass ich Percys Glöckchen hab. Denn mit dem Glücksglöckchen kann mir überhaupt nichts passieren. Also, auf geht's. Nicht. Was mache ich denn jetzt nur?
Ich sag Percy einfach die Wahrheit. Dann wird bestimmt alles wieder gut. Hä? Und was mache ich, wenn ich kein Glück mehr habe? Langsam, Reda, langsam. Ich bin ein echter Pechvogel, denn die Glocke, die ist weg. Hallo, Callie. Hallo, Sandy. Du hattest neue Schienen bestellt? So ist es. Wenn du mir bitte folgen würdest. Schienen verlegen. Schienen verbinden. Schienen befahren. Danke. Die Aufgabe war schwerer, als ich gedacht habe. Und wie gut, dass ihr da wart und mir helfen konntet. Noch sind wir nicht am Ziel. Na, dann wollen wir mal wieder. Auf zum größten Sandberg von Sodor. Callie, kommst du mit? Sowas muss man einfach gesehen haben. Und wer weiß, vielleicht brauche ich unterwegs noch mal Hilfe. Ich habe sogar noch ein paar Schienenstücke dabei. Auf zu mir! Wisst ihr, was ich als erstes mache, wenn wir beim Sandberg ankommen? Ich baue die sandigste Sandburg der Welt. Und was ist mit euch? Ich fahre meinen Kran aus, um zu sehen, ob der Berg so groß ist wie ich. Wetten, der Sandberg ist viel, viel größer. Und Thomas, was machst du? Thomas? Sind wir schon da? Ja, fast. Wir müssen nur noch über einen Berg. Allerdings über einen steilen Berg. Ist nicht der beste Moment, um heiß zu laufen beim Schleppen dieser Sandladung. Es wird alles gut. Ich kann dir zur Kühlung einen Ventilator bauen oder einen netten, gemütlichen Schuppen für ein Nickerchen. Oder ich lese dir meine allerliebste Gute-Nacht-Geschichte vor. Die klitzekleine Flitzerlok. Das ist nicht nötig. Ich habe nur ein wenig Durst. Ansonsten ist alles gut. Seht mal, dort drüben steht ein Wasserspeicher. Bin schon unterwegs. Sandy, du musst nicht immer alles allein machen. Auch wenn du gerne helfen möchtest. Kein Ding, Thomas. Bin gleich zurück. Vorsichtig, Sandy, Vorsicht, der Wasserspeicher kippt um. Keine Sorge, ich hab's gleich geschafft. Sandy, pass doch auf. Das ist ein echter Wasserspritzbereich. Jedenfalls habe ich keinen Durst mehr. Und du hast jede Menge Wasserreserven für unterwegs. Problem gelöst. Aber Thomas transportiert kein Wasser. Er transportiert Sand. Auch das noch. Das Wasser hat matschigen Schlamm aus dem Sand gemacht. Bis wir auf dem Recyclinghof ankommen, ist er wieder trocken. Los, fahren wir. Warte, du kannst nicht den Berg hochfahren, weil du dann den Sand verschüttest. Was sollen wir jetzt tun? Das ist alles meine Schuld. Ich dachte, ich bin dir die allerbeste Hilfe der Welt und nicht die Ladung ruiniert. Das ist doch Unsinn. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis er trocken ist. Ja, wir warten einfach.